Hey, komm her. Jawohl. Das ist dein bravestes Pferd. Nee, Moment. Das ist im Wasser. Okay. So ein schönes Spiel. Oh. Ja, was machst du jetzt? Ich will eigentlich, okay. Wow. Oh, das wird ein Kampf. Fürst Sakai, danke fürs Kommen. Oh, shit. Duell unter fallendem Wasser. Auch Wasserfall genannt. Ja, geil. Na, komm mal her. Oh, shit. Ja, unser Outfit ballert ohne Ende. Versteht hoffentlich, dass dies nur ein Auftrag ist. Oh, ein Auftrag. Ich dachte, der will sich nur duellieren. Oh, fuck. Die Fights, Mann. Und nach so Duellen steckt er sein Schwert nochmal auf eine andere Art und Weise weg. So richtig gefasst. Krieg ich was von dir? So, was haben wir? 11 Vorräte. Wow. Wow. 11 Vorräte. Und selbst wenn er nicht tot ist, wird er ertrinken. Wir können uns also sicher sein. Ich meine, wunderschöner Wasserfall. Oh, da oben ist ein Banner. Sehe ich gerade. Banner. Bruce Banner. Ja. Damals. Na? Und wieder runter. Obwohl, ich hätte von da, glaube ich, auch ins Wasser springen können. Na. Duell unter fallendem Wasser. Meine Güte. Ich stelle mich mal hier hin. Ich brauche nämlich später ein Thumbnail. Das ist ein cooles Thumbnail. Oh.
Oh, hier sehe ich aber gar nichts mehr. Na? Hä? Gibt's da oben irgendwas oder? Schon wieder so viel Ablenkung, ey. Nee, das war nur ein Weg nach oben. Toll. Das sah viel zu interessant aus. Bist du alleine? Seid ihr so feige? Ja, ah. Oh, Junge. Da war ich alleine. Selber schuld. Kein Loot. Alter, hier ist ein Nebel. So, wo wollten wir nochmal hin? Ach du Scheiße, ich bin wieder ganz woanders. Ich wollte doch eigentlich... Nee, hierhin wollte ich eigentlich. Ich meine, jetzt kann ich auch einen Abstecher hierhin machen, sind wir ehrlich. Einfach entlang der Küste, ne? Boah, wie das aussieht, Junge. Moment mal. Der Vogel. Heiße Quelle oder was zeigst du mir? Ah, ein Haiku. Haikus finde ich so loot-technisch am uninteressantesten, weil die geben immer nur so Stirnbänder. Und Stirnbänder sind ja nur Optik. Und an meinen Strohhut kommt sowieso nichts ran. Überleben sinnieren. Überleben. Windend und strampelnd. Blühend im Dunkel. Das finde ich gut. Das klingt nach Gin. Ein wandernder Geist suchet. Verschollene Antwort. Ja, das ist nicht schlecht. Blühend im Dunkel. Ein wandernder Geist suchet. Verschollene Antwort. Stirnband des Überlebens. Passt eigentlich zu meinem Outfit. Ich finde das schade, dass ich meinen Strohhut nicht färben kann. Denn dreimal dürft ihr raten, ich hätte ihn schwarz gefärbt. Ohne dich konnte ich das nicht. So, also wir müssen quasi da hinten hin. Im Endeffekt könnte ich auch eine Abkürzung nehmen durch das Wasser, dachte ich, aber ich glaube, mit dem Pferd bin ich eh schneller. Ja, da bin ich wieder dezent vom Weg abgekommen. Das kennt ihr ja inzwischen. Wer auch immer für die Musik in diesem Spiel zuständig ist, würde ich gerne die Hände küssen. Übrigens, Ghost of Tsushima ist das
der erfolgreichste Launch, glaube ich, für ein PS4-Spiel. Oder PS4-Exklusivspiel. Besser als Horizon, besser als, Draußen ist jemand. Besser als, sag mal schnell. Wo den Schlachten dieser Menschen? The Last of Us. Und so weiter. Nicht wegrennen, jo. Jetzt ist er mit denen. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Strohduell. Bam! Kommt her. Oh, fuck. Jungs. Einer nach dem anderen. Was ist los mit euch? Die Kämpfe gegen so Strohhüte oder gegen andere Samurai, die sind nochmal viel knackiger, viel präziser. Weil die quasi denselben Kampfstil wie Jin haben. Und das ist einfach, also das Spiel ist genial, ehrlich. Das Spiel ist absolut genial. Wie man ja, was ist das? Artefakte der Mongolen. Adlerkäfig. Käfig. Ernsthaft? Das ist ein Stock. Goldadler aus dem hohen Altai oder Altai-Gebirge in der westlichen Mongolei werden aufgrund ihrer überragenden Jagdfähigkeiten von den dortigen Adlerjägern, den Burkichi, sehr geschätzt. Die Adler werden als Jungvögel gefangen, domestiziert und trainiert. Für gewöhnlich werden sie etwa 10 Jahre lang als Gefährten gehalten. Boah, krass, 10 Jahre, bevor sie freigelassen werden. Ach, die werden freigelassen, oh, das ist ja süß. Um den Rest ihres Lebens, oh, das finde ich cool. Das finde ich sehr, sehr cool. Dass sie die in die Wildnis schicken. Wahrscheinlich erreichen die auch irgendwann so ein Alter, wo die einfach nicht mehr zu gebrauchen sind zum Jagen. Dann denken die sich so, komm, geh mal in die Rente. Ja, aber ich habe da schon Dokus drüber gesehen. Ich glaube, das ist das heutige Kasachstan und Usbekistan, glaube ich auch, wo die... Nein, das wollte ich nicht. Wo die echt so Falken haben, die so präzise mit denen zusammenarbeiten, mit den Menschen. Also, das ist unheimlich teilweise, ehrlich. Was diese Vögel können und wie die trainieren. Herausfordern? Wen denn? Oh. Ach, den kann ich doch bestimmt schleichend irgendwie platt machen, oder? Gibt es im Gasthaus Überlebende? Ich bin übrigens wieder voll vom Weg abgekommen, merke ich gerade. Nee, gar nicht wahr. Aber es ist eine andere Mission. Ja. Leinen, ganz wichtig. Ich mir erstmal looten, Frau. Na. Was ist passiert? Spart eure Kraft. Mein Herr, helft mir. Wieso griffen die Ronin euch an? Ich weiß nicht. Sie zwangen die hiesigen Männer, mit ihnen zu kommen. Sie haben meinen Mann. Oder? Wisst ihr, wohin sie gingen? Sie sprachen davon, zu einer Schlucht im Norden zu gehen. Bitte, rettet uns. Oder. Ja. Schlag doch nicht eine letzte Bitte. Dann muss Masako halt warten. Was soll man machen? Sie meinen sicher die hohle Schlucht. Die betreiben dort Schmuggel und Sklavenhandel. Die hohle Schlucht.
Das klingt echt so wie so ein abwertender Ausdruck für eine Ho. Das ist ja am Ass of the World. Hätte ich mal nicht ja gesagt. Dann machen wir einen Abstecher hier hin kurz. Ich weiß nicht, was das sein soll. Fuchsbau, natürlich. Wo ist er? Foxy, wo bist du? Ah, hier. Omi-Kloster. Weh, das sind keine Omis. Lange keine heiße Quelle mehr. Oh. Wo? Achso. Und wie süß der auf mich wartet. Ich liebe diese Füchse, ehrlich. Also ich hatte echt nichts für Füchse übrig, bis ich dieses Spiel gespielt habe. Es waren für mich so nervige Nager im Endeffekt. Oder Nagerjäger. Nagerjäger. Inari-Schrein verehrt. Fantastisch. Da unten lag Loot, aber irgendwas Interessantes ist, glaube ich, auch hier. Oder auch nicht. Jedenfalls war der Vogel gerade auch unterwegs. Autsch. Diese roten Bäume, die sind so krass, ne? Oh, das war zu hoch. Nee, doch nicht. Das hier sieht wie ein Friedhof aus. Da müsste eigentlich auch eine Grille in der Nähe sein, oder? Vielleicht hier oben? Oh. Hey. Einmal verneigen. Oh, der ist gerade vertieft. Diese Glocke erinnert mich schwer an Sekiro. Da konnte man so eine Glocke läuten, dass das Spiel irgendwie schwieriger gemacht hat. So, Sekiro ist sowieso voll mit Geheimnissen, die keiner versteht. So wie Dark Souls. Okay, also das hier ist eine Art... Ach so, das ist hier der... Okay, alles klar. Ja, wir haben jetzt noch diese Mission hier aktiv. Ich würde die gerne vorher erledigen. Weil ich habe Angst, dass die sonst irgendwie... erlischt. Leute, zieht euch das mal rein hier, ey. Boah. Okay, wo geht's hier lang? Oh. Also ich schätze mal, hier findet irgendwann ein Kampf statt. Was war das? Was ist das? Blumen? Solche Blumen habe ich aber noch nie eingesammelt. Vorher. Kann ich hier hoch? Nee.
Okay, mal raus hier. Ich glaube, das ist hier so ein Story-Moment, den ich zufällig entdeckt habe. Ich will eigentlich... Meine Güte! Also, sorry Leute, aber ich komme immer wieder ins Staunen bei dem Spiel. Wie gesagt, es hat nicht unbedingt was mit der Grafik zu tun, also Texturen oder die Schärfe oder keine Ahnung, sondern einfach der Kontrast von den Farben und... Hammer, ehrlich. Absoluter Hammer. So. Wir wollten zurück zur Mission. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich habe das Gefühl, ich bin umzingelt von Bergen oder von Hügeln. So. Ich brauche dich, Pferd. Na? Sehr gut, Kaki. Wieder in Omi. Zu Hause. Oh. Omi ist sein Zuhause. Hier ist doch die Rüstung von seinem Vater. Okay, das haben wir aufgedeckt. Das heißt, wir können hier eine Schnellreise hinmachen. Sehr gut. Weil hier wartet eine Hauptmission auf uns. Hier lebt er also, ja? Krass. Das ist schon fürstlich. Lotterkage. Was ist das? Friedhof? Oh. Mongolis. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Könnte ich eigentlich herausfordern, bevor ich mir hier abschleiche. Oh no. Stirb, komm her. Ah nee, das ist ein Schildgegner. Nein, 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 nein. Oh, du Ekelpaket. Die kommen eins gegen eins nicht mehr an. Die müssen jetzt Bomben und so einen Scheiß benutzen.
immer diese Pfeilschützen, Bogenschützen, ne? Also. Controller vibriert. Vibriert vor allem. Das heißt, hier ist irgendwo irgendwas. An Friedhöfen sind meistens Grillen. Ja. Da oben. Da haben wir's. Zirpende Grille. 9 von... Moment. 9 von 20. Noch eine, dann kriege ich eine neue Flötenmelodie. Sehr gut. Und hier ist auch ein Vogel. Okay. Das ist ein Haiku. Kubara Haiku. Okay, machen wir. Kubara. Über Wiedergeburt sinnieren. Kämpfend in dem Wind. Bequeme Flucht vor allem. Güldne Rüstung rot befleckt. Güld. Das ist türkisch für Gold. Spült die Angst hinfort. Reinigt euch von Schmerz. Ja. Kämpfend in dem Wind. Güldne Rüstung rot befleckt. Reinigt euch von Schmerz. Hat irgendwie sogar Sinn ergeben. Wie sieht das aus? Noch schwarz. Okay. So, wir sind gar nicht mehr weit weg von unserem Ziel. Endlich. Das war der letzte Wunsch von dieser einen jungen Dame. Ihren Mann zu retten namens Oda. Das habe ich nicht vergessen. Prägnanter Name. So, wer will hier was? Wer hat mich denn von der Ferne gesehen? Berghangruinen. Ja, herausfordern. Alter, der hat aber Adleraugen. Oh shit. Na komm. Zeigt mir, was ihr könnt! Ich hoffe, die von oben kommen jetzt auch nicht dazu. Oh no. Shit. Oh Gott. Zwei? Hä? Warum nur zwei? Lauf weg, Bro. Lauf weg. Boah, in die Fresse. Siege die Mongolen, ermorde einen Gegner von oben. Irgendeiner ist hier wieder fleißig am Trainieren. Ich könnte die auch herausfordern, aber... What? Ja, dann fordere ich euch raus. Soll ich machen. Warum hat er mich nach draußen geschickt?
Oh, ich sehe nichts. Moment, was? Oh. Die attackieren sich gegenseitig. Na, bleib stehen. Das war nicht cool. Komm her. Kette. Nein, wo zielst du hin, Junge? Kommt her. Wo zieht der denn hin, Mann? Ist dieses Lock-On nicht mehr so der Hit. Zumindest jetzt gerade so. Der hat den Gegner nicht hundertprozentig anvisiert. Hat irgendwie daneben gezielt die ganze Zeit. Was mir jetzt gerade erst auffällt, dass das Spiel gar keinen Lock-On hat. Bedeutet, man kann den Gegner nicht fix anvisieren, so wie bei Dark Souls oder so zum Beispiel. Sondern man ist in einem freien Flow. Was aber bis jetzt ganz gut geklappt hat, finde ich. So, das ist jetzt auch gemacht hier. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. So, weiter geht's. Da ist wieder was auf dem Weg, natürlich. Immer schön ganz viel Ablenkung für mich. Fuchsbau. Nee, Fuchs sage ich nicht nein. Komm. Thank you. Noch ein. Was ist hier? Was sollen die ganzen Banner hier? Oh.
Besiege die Ronin beim Lager an der Schlucht. Okay. Ach so. Okay, ich warte mal, bis der sich umdreht. Wenn er dies denn tut. Na komm. Yes. Bleiben noch zwei, ne? Stück. Ja. Die Jagd ist vorbei. Da. Ganz ruhig. Alle tot. Das war unglaublich, mein Herr. Ich weiß. Jo, hier ist ja richtig viel einzusammeln. 22 Vorräte, cool. Kommt ihr aus dem Gasthaus? Nein, mein Herr. Sie kamen hier vorbei, gingen aber nach Osten. Wisst ihr wohin? Sie erwähnten Klippen nahe dem Fluss. Den Ort kenne ich. Nehmt euch Vorräte und bringt euch in Sicherheit. Noch weiter. Okay, der schickt mich ja durch die halbe Weltgeschichte hier. Kage, wo bist du? Steht er da wie so ein Creep. Digga Stalker, Junge. Zu denen die Ronin wollten. Ronin. Mhm. Könnte ich eigentlich herausfordern? Der lässt mich aber nicht. Doch. Na? Na? Wer will kämpfen? Komm her. Uns alle schafft er nicht. Uns alle schafft er nicht, auch der Rennen.
Oh fuck, der hat mich. Der hat mich gelinkt. Oh, vielleicht habe ich euch richtig. Klar unterlegen, mein Herr. Das hast du auch gesehen, ne? Nein. Na ja. Ihr seid sicher. Danke, mein Herr. Diese Ronin verdienten den Tod. Sie töteten Unschuldige im Gasthaus. Ich habe einige von ihnen erkannt. Sie dienten einst dem Yarikawa-Clan. Überlebende der Rebellion. Und doch Verräter ihres eigenen Volkes. Mhm. Es sind noch mehr von uns in der Nähe. Die Ronin haben Hoa, Hiwe und Oda. Dann ist Oda am Leben. Wenn es hier Tote gab, kümmert euch darum und bringt euch dann in Sicherheit. So, weiter geht's. Pferd! Pferd! Er so, Mensch! Schnell, Kacke! Ja, das sieht doch gut aus hier. Oder ist dort irgendwo? Moment, das sind Mongolen. So. Mongolen und Ronin. Okay. Hm. Haben wir da vielleicht irgendwie ein Fass oder so? Sprengfall. Hm. Oder ich mach das anders. Moment. Böller. Böller. Ja, machen wir mal hier hin. Also hier hin. Das hat nicht so viel gebracht. Nein, nicht hier rein. Ja, oh, Junge. Ja, Samurai, ja. Ich bin's. Ja. Wirkel auf der Bastard. Okay. Ich bin ein bisschen schwerer vorgestellt.
Mongolen und Ronin. Da musst du ja richtig flexibel unterwegs sein. So. Einmal Luti Luti. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich mit so viel Vorräten machen will. Bist du Oda? Mein Herr, bitte. Nein. Ihr müsst schnell zum Gasthaus. Wo ist Oda? Meine Frau wurde verwundet. Ich sprach mit ihr. Ist sie? Ah, das ist Oda. Ihr letzter Gedanke wart ihr. Oh nein. Meine arme, liebe Frau. Oh no. Ihr Tod wurde gerecht. Diese Ronin tun nie wieder jemandem weh. Danke, mein Herr. Ich muss sie ein letztes Mal sehen und mich verabschieden. Gute Idee. Peng. Ja, das war ja mal eine richtige Mission jetzt hier. Talisman der zweifachen Zerstörung 2. What the fuck? Angefahren eine Chance von 10% doppelten... diese Prozentgeschichten. 10%, also jeder zehnte Schlag. So. Wir wollten eigentlich zu... hier hin, ne? Ich sehe gerade, hier ist so ein Fragezeichen. Mache ich Schnellreise hier hin, kurz Fragezeichen abchecken und dann gehe ich zur Masako. Unentdeckter Ort war in die Richtung. Ja, komm, das schafft er. Oder? Ja. Heiterer Wald. Ein Fuchsbau. Ich glaube, wenn ich den jetzt freischalte, bekomme ich doch irgendwas, ne? Einen tollen Talisman. Talisman, was war das nochmal? Talisman des Schatten oder... Ich hätte einen Bär gehört. Ah, der Stille, genau. Checken wir direkt mal aus, was das ist. Reduziert. Geschwindigkeit der Feinderkennung um 15% und niedere Erhöhung des Entschlossenheitsgewinns. Verehre zusätzliche Irani-Schreine, um die Effektivität dieses Talismans dauerhaft zu erhöhen. Feinderkennung 15%. Die ist ja jetzt schon relativ großzügig, die Feinderkennung. Das ist quasi der weiße Balken, der sich immer füllt, bevor mich irgendjemand sieht. Irgendwie ist mein Controller am Vibrieren. Also ganz leicht. Heißt das, irgendwas ist hier? Oh, da ist eine Grille. Und da ist ein Strohhut. Okay. Der sieht einsam aus.
Okay. Bleib. Und weg. Müssen ja nicht immer 2, 3 Leute sein, ne? So. Genau, das hatten wir. Jetzt machen wir eine Schnellreise hierhin, beziehungsweise hierhin. Nein. So. Nee. Doch. Genau, Omi-Kloster. Ich mag Herbst nicht so gerne, aber bei diesem Spiel vielleicht gefällt mir unheimlich die Blätter und Farbe wunderschön. Ja, ist wirklich so. Das ist mal der schönste Herbst, der hier dargestellt wird in dem Spiel. Achso, ja, hier, der Omi-Schrein, genau. Dieser wunderschöne Ort hier. Und der wunderschöne Loot. Ja, der Vogel bringt mich wahrscheinlich zu Masako. Ne? Okay, ich schaue mich mal erstmal, beziehungsweise bevor ich mich umschaue, mache ich eine klitzekleine Pinkelpause und bin gleich wieder da. Bis gleich.